Ich will nur keinen Zoff. Wenn wir es schaffen, dass die Bockart verschwindet. Und da bin ich schon wieder. Kamera an. Opa ist so komisch. So anders, seitdem sie da ist. Also jetzt übertreibst du aber. Er mag sie, aber... Ich hab Opa und die, du weißt schon, wer auf dem Motorrad gesehen. So. Irgendwo muss er sich ja festhalten. Oder willst du, dass Opa vom Motorrad fällt? Sag mal, deine 6 und die platten Reifen, ist das alles nur, weil Opa und die Frau Burkhardt sich gut verstehen? Die drängelt sich dazwischen. Ach Mann, Oma, ich will das nicht. Wenn das so wäre, Sophie, wäre das denn nicht etwas, was ich mit Opa besprechen müsste? Aber dann gibt's wieder Streit und Tränen und wieder Streit. Genauso wie damals mit Papa und seiner neuen Frau. Oma, ich will das nicht. Sophie, das wird nicht passieren. Guck mal, der Opa und die Frau Burkhardt, die kennen sich eben lange und die verstehen sich auch. Und dich stört das nicht? Nein. Und da Opa sich heute einen netten Abend macht, das spricht eigentlich dagegen, dass wir uns auch einen netten Abend machen. Hm? Kino mit Popcorn. Sophie. Es wird alles gut. Alles wird gut. Hm? Frau Steiner, wir wollen noch nichts überstürzen. Die Schüler und das Kollegium stehen hinter Ihnen. Ja, ich sehe überhaupt keinen Grund für eine sofortige Versetzung in eine andere Schule. Na gut, wie Sie wünschen. Superkleber auf dem Sattel von Frau Burkhardt, Telefonterror, Kinderkram, genauso gut wie glatte Reifen. Ich finde das sowieso irgendwie doof. Ich dachte, du bist mein Freund. Ja. Na also. Alle 6-Klässler bitte zu mir. So, ihr Lieben, ein paar kleine Hinweise zu unserer Exkursion durch Erfurt. Wir bleiben bitte alle zusammen. Niemand klebt an einer Schaufensterscheibe fest oder geht mal eben shoppen. Nee, im Ernst. Abgesehen von dem Ärger für mich könnte es wirklich gefährlich für euch sein. Ja? Also wir bleiben zusammen und warten gemeinsam auf die Nachzügler. Okay? Okay. Super. Dann los. Das ist es. Was? Später. Na, so gute Exkursionslaune, Sophie? Ja, klar. Wegen deinem Ego-Trip und dem ganzen Mutter-Tochter-Scheiß verlieren wir eine tolle Lehrerin. Die kommt schon wieder. Nein, sie will weg von Einstein. Sich versetzen lassen. Na, bist du jetzt zufrieden? Ja. Als Christoph Martin Wieland 1749 sein Studium in Erfurt begann, hat er in diesem schönen Haus gewohnt. Klasse. Ich denke, du findest sie doof. Warum hängen wir ihr dann am Rockzipfel rum? Ist jetzt alles wieder in Ordnung? Nee, noch nicht. Aber wir müssen jetzt nah dran sein, damit wir später unbemerkt weg sein können. Hä? Habt ihr's? Okay, Beweisaufnahme beendet. Auf zum nächsten Tatort. Was denn? Komm mit! Was denn? Wir hauen ab! Warum? Hat die Burkhardt doch selbst gesagt. Wenn einer von den Schülern verloren geht, gibt's tierischen Ärger. Moment mal, hat jemand Tommy und Sophie gesehen? Sie waren auch gerade noch mitten unter uns. Aber das wäre echt fies. Bist du dabei oder nicht? Keine Ahnung, wir sind doch eben noch mitten unter uns gewesen. Das glaube ich ja jetzt nicht. Tommy, Sophie! Also das glaube ich ja jetzt nicht. Die können doch nicht auf einmal weg. Sind die da lang? Die können weg sein. Hallo! Jetzt geht die Sucherei los und die Burkhardt kriegt tierischen Stress. Hallo! Und was jetzt? Noch besser, fahren wir eben eine Ecke weiter. Hallo! Finde ich jetzt aber gar nicht lustig. Sophie! Das kann doch nicht wahr sein. Ja, such! Hätten wir mal suchen, ich weiß nicht, wo wir sind. Keine Panik, check die Lage.
Keine Ahnung, wo ich da noch mitten unter euch gewesen.